durch Jesus bewegt, Potenziale entwickeln und entfalten. Als Teenager gab es für mich ein paar große Fragen, die mich bewegt haben. Und das war eine von diesen Fragen. Welche Begabung, welches Potenzial habe ich eigentlich? Was hat Gott in mich hineingelegt? Hat sich jemand von euch diese Frage schon einmal gestellt? Das ist gut. Und vielleicht war das bei dir nicht erst in den Teenie-Jahren oder vielleicht hast du gemerkt, so wie ich, dass das eine Frage ist, die immer wieder im Leben kommt. Spätestens dann, wenn ein Lebensabschnitt sich ändert, kommt die Frage, was habe ich eigentlich an Potenzialen? Und das ist wichtig zu wissen, denn das ist die erste wichtige Erkenntnis des heutigen Tages. Wenn es um Potenziale geht, dann hat das keine Altersbegrenzung. Ob du 10 Jahre alt bist oder 110 Jahre alt, spielt dabei keine Rolle. Gott hat Potenzial in dich hineingelegt und es ist die Frage, wie entdecken wir dieses Potenzial? Und die ganze Bibel ist voll von Menschen, von Berichten über Menschen, die Gott in ihrem Leben gebraucht hat. Und einer dieser Menschen ist Paulus. Und dieser Paulus, von dem werden wir heute etwas mehr hören. Und dieser Paulus, er wird uns heute begleiten. Und diese Linie, sie stellt symbolisch eine Art Lebenslauf dar. Wir gehen also ein bisschen durch seinen Lebenslauf und du darfst dich immer wieder fragen, wie sieht das eigentlich bei mir aus? Habe ich vielleicht Ähnliches erlebt? Oder wo kann ich da Analogien zu meinem Leben entdecken? Wenn man sich mit einem Leben beschäftigt, dann ist es gut, eine kurze Zusammenfassung von diesem Leben zu haben. Und diese Zusammenfassung oder eine Zusammenfassung hat die katholische Kirche herausgegeben. Und wir schauen uns einen kleinen Ausschnitt aus dieser Zusammenfassung des Lebens des Paulus gemeinsam an. Wer war eigentlich der Apostel Paulus? Paulus wurde um 10 nach Christus in Tarsus in der heutigen Türkei geboren. Er hieß eigentlich Saulus. Paulus war sein römischer Name. Als frommer Jude kam er zur theologischen Ausbildung nach Jerusalem. Dort bekämpfte er das aufkommende Christentum, weil er es für eine Sekte hielt und verfolgte viele Christen. Auf einer Reise nach Damaskus umstrahlte ihm plötzlich ein Licht. Er stürzte zu Boden und hörte Jesus Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Paulus war auf einmal blind, bis ihm Hananias, ein Christ, die Hände auflegte. Da konnte er wieder sehen und ließ sich taufen. Von da an nannte er sich nur noch Paulus. Er kam in die Urgemeinde in Jerusalem, wo er auch Petrus begegnete. Paulus bezeichnete sich als Apostel der Völker und verbreitete das Evangelium auf mehreren Missionsreisen in der gesamten römischen Welt. Durch viele Briefe, die im Neuen Testament erhalten sind, hielt er Kontakt zu den neu gegründeten Gemeinden. Bis dahin. Wer das Video ganz sehen will, darf gerne auf YouTube nachschauen. Dieser Film, er erzählt uns, nimmt uns hinein mit in das Leben dieses Gemeindegründers, dieses Apostels, dieses Evangelisten und Missionars Paulus. Doch die Frage ist, wie kam es dazu, dass wir ihn vor allen Dingen als Apostel, als Missionar und Gemeindegründer kennenlernen? Und jetzt wird es sportlich für Verena, denn Verena nimmt uns ein bildlich mit hinein in diese Aufgabe, indem sie die einzelnen Stationen aufklebt, von denen ich, beziehungsweise hinlegt, von denen ich etwas erzählen werde. Am Anfang seines Lebens, wir haben es gehört, wurde Paulus in Tarsus geboren. Einer wirtschaftlichen und kulturellen Hochburg
in Südostasien, der heutigen Türkei. Dort in Kleinasien wurde er geboren und er hatte das römische Bürgerrecht. Eine Sache, die ganz wichtig auch noch in seinem späteren Lebenslauf war. Seine Eltern waren gläubige Juden. Und so war es für ihn wichtig, dass dafür die Eltern, dass er in der christlichen Lehre, in der jüdischen Lehre unterwiesen wurde, der jüdischen Lehre unterwiesen wurde. Und so verbrachte er seine Jugendzeit in Jerusalem. Das können wir in der Apostelgeschichte 22, Vers 3 nachlesen. Dort erhielt er eine intensive Ausbildung in den Gesetzen. Er sagt selbst über sich, dass er zu den Füßen des Lehrers Gamaliel lag, beziehungsweise saß und hörte, lernte. Und diese Ausbildung, sie führte dazu, dass er ein ziemliches, tiefes Gottvertrauen, eine Leidenschaft für das hatte, was Gott angeht. Er war leidenschaftlich und das, von dem überzeugt war, dafür setzte er sich mit aller Konsequenz ein. Und diese Konsequenz, die macht sich auch deutlich, indem er das aufkommende Christentum, was er für eine falsche Lehre hielt, bekämpfte. Er bekämpfte es zunächst in Jerusalem und war dabei, als Stephanus, der ein leitender Mitarbeiter im diakonischen Bereich der Jerusalemer Gemeinde, gesteinigt wurde. Er war mit ganzem Herzen dabei und stand hinter diesen Sachen, weil er leidenschaftlich überzeugt war von dem, was er tat. Und dann kommt es zu diesem einschneidenden Erlebnis. Zu diesem einschneidenden Erlebnis, von dem wir in dem Film gerade gesehen haben und gehört haben. Paulus, damals Saulus, wie er sich nannte, hatte eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus selbst. In einem Licht erschien er ihn und sprach ihn an: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und diese Begegnung, sie veränderte sein Leben. Ihr könnt es nachlesen in der Apostelgeschichte 9. Diese Begegnung, sie veränderte sein Leben maßgeblich, denn ab jetzt wurde vieles anders. Vieles wurde anders. Und diese Begegnung, sie prägte ihn sogar so sehr, dass er sie immer wieder in den Briefen, die er schrieb, erwähnte. Aber er erwähnte das nicht, um sich in den Vordergrund zu stellen, sondern um Gottes Größe deutlich zu machen. Und so auch in unserem Text, der dem Ganzen zugrunde liegt, aus 1. Timotheus 1, Vers 12 bis 17. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mir die nötige Kraft schenkt, dass er mich überhaupt für vertrauenswürdig hielt, um in seinem Dienst genommen zu werden. Obwohl ich ihn doch früher verhöhnt und seine Gemeinde mit grausamer Härte verfolgt habe, doch er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben es nicht wusste, was ich tat. Die Gnade unseres Herrn hat mich förmlich überschüttet. Er hat mir einen Glauben und seine Liebe geschenkt, wie nur Jesus Christus sie geben kann. Ja, diese Botschaft ist absolut zuverlässig und verdient unser vollstes Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Und ich bin der Schlimmste von ihnen. Eben deshalb hat Jesus Christus Erbarmen mit mir. Gerade an mir wollte er zeigen, welche Menschen durch den Glauben ins ewige Leben hineintreten werden. Dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott gebührt Ehre und Herrlichkeit für immer
und ewig. Amen. Paulus, er blickt in diesem Abschnitt genau auf dieses Ereignis und stellt Gottes Handeln in den Mittelpunkt. Und das Interessante ist, dass er sagt, ich hätte es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient, mit keiner Faser meines Lebens. Und doch hat Gott mich eingesetzt, mich berührt, ist mir begegnet. Er ist die verändernde Kraft. Und diese verändernde Kraft im Leben des Paulus hat ein Ziel, nämlich Gottes Herzensanliegen. Gottes Herzensanliegen. Nur wenige Sätze nach diesem Bericht schreibt Paulus über genau dieses Herzensanliegen. Das ist gut und es gefällt Gott, dem Retter. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Das ist Gottes Herzensanliegen. Dass Menschen ihn kennenlernen, das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Nicht mehr und nicht weniger. Das Evangelium bedeutet gute Nachricht in ganz unterschiedlichen Facetten. Gute Nachricht, das ist konkret alles das, was Jesus tat. Sein Tod, sein Begräbnis, seine Auferstehung. Gute Nachricht ist, dass durch das, was Jesus tat, du zurückkehren darfst zu dem, wozu du geschaffen bist. Zur Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Gute Nachricht, Evangelium, das bedeutet, Jesus zeigt den Weg. Er will dich frei machen von dem, was dich hält. Gute Nachricht bedeutet Gemeinschaft mit Gott, bedeutet, du bist 100% geliebt. Gute Nachricht bedeutet, es gibt einen Neuanfang. Es gibt einen Neuanfang. Und diesen Neuanfang, den hat Paulus in seinem Leben erlebt. Ich glaube, dass es ein ganz besonderer Neuanfang ist. Aber im Grunde ist es die Begegnung mit dem lebendigen Gott selbst. Hattest du schon eine solche Begegnung mit dem lebendigen Gott? Hast du erlebt, dass er dich mit Liebe schüttet, dass er dir zeigt, dass du willkommen bist? Hast du erlebt, dass er dir nahe ist, nicht nur an den Sonntagen, sondern gerade in den schwierigen Momenten deines Lebens? Gute Nachricht ist genau das. Jesus begegnet für die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Jesus hat den Weg geebnet. Und diese Begegnung, sie ist für Paulus etwas ganz Besonderes. Aus menschlicher Perspektive hätte er keine zweite Chance verdient. Gerade aus der Perspektive der Gemeinden. Stellt euch vor, jemand kommt und bringt einen ganz bewusst um, nur weil er an Jesus glaubt. Es ist nichts Außergewöhnliches, es passiert überall auf dieser Welt. Und trotzdem, wenn man von den Emotionen sagen würde, derjenige hat doch keine zweite Chance verdient, bei Gott gehören zweite Chancen zu seinem Programm. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Für ihn sind Brüche in der Biografie, Verletzungen, Herkunft oder menschliche Kategorien keine Hindernisse. Keine Hindernisse dafür, dass Gott begegnet, dafür, dass Gott in das Leben eines Menschen hineinwirkt und ihn verändert, ihn neu macht, einen Neuanfang startet. Als Familie sind wir oft am Meer. Und wenn ich am Meer bin, dann schaue ich mir ganz oft Steine an. Und dieser Stein ist mir aufgefallen. Er ist nicht besonders schön, er ist immer noch ein bisschen dreckig, er ist grob, hat keine besondere Farbe und er hat Risse.
Und vielleicht, wenn du über dein Leben nachdenkst, fallen dir vor allen Dingen diese Risse in deiner Biografie auf. Dinge, die du am liebsten wegradieren würdest, die trotzdem zu dir gehören. Und das, was mich so fasziniert an diesem Stein ist, dass wenn man ganz genau hinschaut, aus diesen Rissen ein Kreuz sichtbar wird. Und das ist für mich immer wieder eine Erinnerung daran, dass Gott gerade in den Rissen unserer Biografie sich zeigt. Gerade in den Rissen unseres Lebens, den Momenten, wo wir merken, das ist doch nicht das, wie ich sein möchte, dass er dort vorkommt. Jesus begegnet Paulus in diesem Bruch, an dem Höhepunkt, wo er die Gemeinde verfolgt hat. Und die Frage ist jetzt, denkt dran, wir sind an dem Punkt, Potenziale entwickeln und entfalten. Die Frage ist, wie sieht es eigentlich bei uns aus? Und da ist eine gute Nachricht. Brüche in deiner Biografie sind für Gott kein Hindernis. Er liebt dich ganzheitlich. Er liebt dich ganzheitlich und möchte dich gebrauchen, damit sein Herzenswunsch Realität wird. Er möchte dich gebrauchen. Er will dir begegnen. Das Damaskus-Erlebnis veränderte es Paulus. Zu 100% ja. Und gleichzeitig blieb Paulus Paulus. Wie passt das zusammen? Ja, aus dem der Christen verfolgte, der Christen ins Gefängnis warf und sogar bei ihrer Steinigung dabei war, dieser wird jemand, der Gottes Herzensanliegen unter alle Völker bringt. Er baut Gemeinden. Er wird mehr als einmal verhaftet, ist mehr als einmal in Lebensgefahr wegen seiner Überzeugung, wegen seines Glaubens. Dieser Paulus, er wird ein leidenschaftlicher Missionar. Und damit wird deutlich, Gott arbeitet nicht gegen unsere Biografien, sondern mit unseren Biografien. Am Anfang haben wir gesehen, dass er ein leidenschaftlicher Christenverfolger war. Gott hat ihm nicht die Leidenschaft weggenommen, nicht ein brennendes Herz, sondern er hat dieses brennende Herz umgewandelt in ein brennendes Herz für Gottes Herzensanliegen. Wir haben gehört, dass er eine theologische Ausbildung hatte, wirklich fundiert und gut. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir immer wieder Briefe und Berichte von Paulus, in denen er genau das nutzt und davon erzählt, was Gott im Leben getan hat, und zieht viele Verbindungen zwischen dem ersten Teil der Bibel und dem zweiten Teil der Bibel, zwischen dem, was im Alten Testament gelesen werden kann, und Jesus. Der Römerbrief ist eine unglaublich dichte theologische Abhandlung und führt an den Kern. Gott hat Paulus zu 100% geändert und er hat ihn in seinem Wesen genau so, wie er ist, gebraucht. Gott arbeitet mit deiner Biografie. Gott arbeitet mit deiner Biografie und in deinen Brüchen. Er schenkt neue Perspektiven, er schenkt Neuanfänge, aber er möchte dich gebrauchen. Wenn du dir die Frage stellst, wo liegt mein Potenzial, dann frage dich, was machst du gerne? Was liegt dir auf dem Herzen? Ich habe uns zwei Beispiele mitgebracht. Eines, dafür müssen wir ein bisschen weiterfahren, in die USA. Nach Willow Creek, einer großen Gemeinde.
Und die haben einen Zweig der ehrenamtlichen Arbeit, wo Mechaniker und Mechanikerinnen sich ehrenamtlich darum kümmern, gespendete Autos wieder flott zu machen und bedürftigen Menschen zur Verfügung zu stellen. Gott gebraucht Mechaniker und Mechanikerinnen. Ich habe noch ein anderes Beispiel, müssen ja auch weit reisen in meine Jugend. Da gab es einen älteren Herrn bei uns in der Gemeinde, weit über 80. Er hatte immer ein ganz besonderes Verhältnis zu uns als Jugend. Wir haben ihn viel besucht, weil er ein immer offenes Haus hatte mit seiner Frau. Als er Witwer wurde, zog er ins Seniorenheim. Aber dieses offene Herz für Menschen, das hat er weitergelebt und hat im Seniorenheim vorgelesen seinen Mitbewohnern und auch Besuchern hat er vorgelesen aus der Bibel, aber auch aus jedem anderen Buch. Abends hatte er sich 2 Stunden jeden Abend in seinem Kalender notiert. Und da hatte er seine ganz persönliche Seelsorge-Hotline. Und wir Jugendliche und alle, die Probleme hatten, durften abends bei ihm anrufen zu dieser Uhrzeit. Und er hatte sich Zeit genommen, hatte sie eingetragen, um sich Probleme anzuhören, gemeinsam am Telefon zu beten und Ratschläge zu geben. Potenziale entfalten im Seniorenheim. Gottes Potenzial, was er in dich hineingelegt hat, kennt keine Altersgrenze. Es verschiebt sich. Aber das, wo deine Leidenschaft ist, wo dein Herz brennt und du es mit Gottes Herzensanliegen verknüpfst, da entsteht Potenzial. Potenzial, was Auswirkungen hat. Und du musst nicht vorne stehen. Du musst keine großen Reden schwimmen, um Gottes Herzensanliegen zu deinem zu machen. Lebe. Lebe in Beziehungen. Lebe mit Menschen. Und wenn es dann dran ist, dass du davon berichtest, wie Jesus dir begegnet ist, wie er in deinen Rissen, in deiner Biografie sich verhalten hat. Das ist Zeugnis genug, das ist Bericht genug. Das brauchen Menschen heutzutage. Menschen, die in der Lage sind, Beziehungen zu führen. Und Menschen, die andere mit hineinnehmen und die das Potenzial, was Gott in sie hineingelegt hat, leben. Durch Jesus bewegt, Potenziale entwickeln und entfalten. Das hat Paulus erlebt. Und ich wünsche dir und mir, dass wir nicht aufhören, in unserem Leben genau nach dem zu fragen, welches Potenzial hast du, Gott, in mich hineingelegt? Was steht auf deiner Linie, auf deiner Seite, dieser blauen Linie? Was hat dich geprägt? Wo hattest du Begegnung mit Jesus? Wo gebraucht er dich jetzt? Die Frage, bist du bereit dazu, dich gebrauchen zu lassen? Amen. Es ist niemand zu klein. Dieses Lied singen wir nun gemeinsam.